Hallo, ich hatte an meinem Specialized Turbo Levo S-Works jetzt mal die auf der Suche nach den diversen Geräuschen mal die Hinterradachse, also das Hinterrad ausgebaut und mal die Achse rausgenommen und mir alles mal innen drin angeschaut und die Kassette runter montiert und musste dann feststellen beim Auseinanderbauen, ja, XD treibt gut und schön, aber normalerweise sollte das hier ein Teil sein. Tatsache ist jedenfalls, dass die Welle im XD-Drive innen drin schön kreisrund abgerissen ist. Das war die Quelle von den schleifenden Geräuschen. Aber die ratternden Geräusche vom Motor, die haben wir noch nicht gefunden. Hierbei hat sich jetzt das Hinterrad halt eben immer bei starker Anstrengung im Rahmen verzogen gehabt und so kam es zu den schleifenden Geräuschen. Ich habe jetzt meinen zweiten Radsatz mal drauf gemacht und da sind die schleifenden Geräusche weg, aber das Rattern noch nicht.